Hallo, wir sind hier bei Toys R Us. Beziehungsweise vor Toys R Us. Da oben. Also im Moment noch vor Toys R Us. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal eine Toys R Us Challenge. Na, wisst ihr, wie genau. Die geht? Ja. Und weißt du auch, wie die geht? Ja. Du bekommst eine Kamera in die Hand. Ja. Da ist sie. Und du kriegst auch eine in die Hand. Genau, die habe ich hier. Das ist sie. Eine etwas kleinere. Und? Und die beiden kriegen ein bisschen Geld in die Hand. Nämlich 10 Euro für Ash. Und 10 Euro für Max. Genau. Und dann geht ihr jetzt los shoppen. Und wer zuerst an der Kasse ist, gewinnt. Wir warten da auf euch. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Geld in die Tasche ist bereit. Und ihr müsst natürlich auch die Kamera anmachen, damit wir auch sehen, was ihr unterwegs so macht. Welchen Kanal ist das dazu? Ja. Na. Packst du das Geld mal rein? So, das Geld steckst du dir genau. Das steckst du dir erstmal in die Tasche. Ja. Und ich glaube, dir muss ich die Ansage für. Und dir muss ich das wahrscheinlich nicht sagen, wo das Geld hinkommt, nee, ne? Hab ich schon weggesteckt. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, dann los geht's. Ich genau. Wir sind an der Kasse und warten auf euch. Sollen wir noch unseren Spruch sagen mit der Kamera? Nein. Okay. Packst du dir erstmal in die Tasche? Ja. Und ich glaube, dir muss ich die Ansage für. Und dir muss ich das wahrscheinlich nicht sagen, wo das Geld hinkommt, nee, ne? Hab ich schon weggesteckt. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, dann los geht's. Ich genau. Wir sind an der Kasse und warten okay. auf euch. Sollen wir noch unseren Spruch sagen mit der Kamera? Nein. Okay. Wie machen Sie jetzt? Sag ich, gehe ich da jetzt rein und sage so, nee, es ist nichts für mich hier raus oder wie? Mach das, wie du willst. Ich brauche dafür noch 10 Euro dann. Hab ich doch eben gegeben. 20. Hä? Ja, für 10 willst du uns dann eingekommen ja, und den nehmen. Ich hab keinen. Dann gibt's für die Tasche. Und für 10 Euro gibt's nicht anderes noch Geld, ne? Du kriegst ja noch einen Zettel. Sag ruhig, ich wusste das. Ja. Ich nehme schon auf. Ja, jetzt gibt's Geld. Ja. Wow, Mann, das war jetzt die Tür. Also, das ist jetzt mal zu groß. Diesen Karton hier. Den kriege ich jetzt mal rein. Gehe ich jetzt mal. Oh Gott, ist hier so eine lange Kette. Alles voller Gummi. Ja, Haribo. Aber das muss genau 10 Euro sein. Jetzt geht meine Suche weiter. Und wir beide? Sehen mal, dass wir ihn mal verfolgen, ne? Max ist ja schon groß, der kann alleine. Und wo ist Ash unterwegs? Da hinten irgendwo. Ja, weil du irgendwo gegengekommen bist. Auf den Ausknopf darfst du nicht drauf rankommen, ne? Ja. So, da ist gerade nur die Kamera ausgegangen und jetzt geht's weiter. Wo gehe ich denn am besten hin? Das kostet nicht. Mann, ich muss vor Max da sein. Wo muss ich, wo gibt's denn jetzt am ersten 10 Euro? Du quatsch mich mal hier durch. Ah, wo gibt's denn am ersten 10 Euro? Mann, ey, das ist gerade so mies. 99. Oh, Mann, das ist... Ich jetzt mal hier rein. Und was kostet hier bitte schon 10 Euro? 3,99 Euro. Alter, bin ich Apple? Da kostet das 7,99 Euro. So eine fette Haribo. Alter. Wollen wir mich jetzt mal komplett veräppeln? Mann! Wollen die mich veräppeln? Oh Mann, die gibt's nichts für 10 Euro. Max darf auf gar keinen Fall vor mir sein. Oh Mann. Oh Mann, das ist 20. Die wollen mich doch veräppeln. Mann, wo sind die? So. Ash ist schon drin. Da ist er. Und ich gehe natürlich nicht bei Toys R Us rein, denn ich habe mir gedacht, ich gehe vielleicht runter zum Mediamarkt. Ich gehe runter zum Mediamarkt und hole mir da was anderes.
Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich bei Mediamarkt bin. Und hier ist Mediamarkt. Gehen wir mal rein. Hier haben wir das iPhone 7. Das kann ich mir natürlich nicht ganz kaufen. Aber, lol, das ist ja voll witzig, dass man da so rauftippt. Ja, das ist voll cool, wenn man rauftippt, weil das ist ja kein richtiger Homebutton mehr. Aber ja, ich weiß gar nicht, was ich hier kaufen möchte. Weiß ich gar nicht. Ich bin hier gerade bei den Powerbanks und dachte mir, dass ich mir einfach mal die hier mitnehme, die Real Power PB100 mit 10.000 mAh und die kostet genau 20 Euro, die ich auch noch mit habe, denn ich habe mir nochmal 10 Euro aus meinem Portemonnaie rausgenommen. Und dann gehe ich damit einmal mal zur Kasse, damit ich vielleicht schneller bin als Ash. So, ich habe jetzt die Powerbank geholt und dann schnell wie möglichst wieder nach oben. Und ich bin oben. So, wo ist Ash jetzt? Mhm. Na? So, So, jetzt geht's weiter. Was gibt's denn hier von Schleich? Das sind 17. Was? Das ist so teuer. 17,99 Euro kostet dieser Schleich drauf. 17,99 Euro. 12,99 Euro. 6 Euro. Das nehme ich mit 6,99 Euro. Oh nee, doch nicht. Das ist nicht gut. No, jetzt ich finde hier irgendwie nichts. Ich finde hier gerade sehr so nichts. Mann. Lass uns hier raus. Hier finde ich hier nichts. Oh. Wow. Hier. Das ist eine Maus, mein Gott. Aber die kostet auch so viel. Aber hier stimmt überall der Preis nicht. Gleich 10 Euro. Ich habe gleich den ganzen Laden durchgemacht. Oh Mann. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nur 0 für 10 Euro. Oh Mann. Ich bin nicht hier gerade bei Star Wars. Mir kostet trotzdem alles zu viel. Oh! Nein! 9,99 Euro. Nein. Das darf nicht wahr sein. Das ist 9,99 Euro. Nur noch 1 Cent fehlt da. Das darf nicht wahr sein. Wie läuft es beim Film? Mann, hier ist nirgends sowas. Es war gerade eben 9,99 Euro. Nur noch 1 Cent fehlte da. Mann, da fehlt nur noch 1 Cent bei 9,99 Euro. Und das war nicht richtig. Mann, ich finde einfach nichts. Es können auch 9,99 Euro sein. Hauptsache bis 10 Euro. Lass es ausgeben. Okay. Na. Ja, ich glaube, ich hätte was. Sie kann noch 9. Okay.
Ja, ich würde Max im Blaues Wunder erleben. Weil ich jetzt fertig bin. Ich habe nämlich jetzt das hier. Von Star Wars Lego. Ich bin fertig. Ab zur Kasse. Ab zur Kasse, ich bin fertig. Oh Gott. Schnell, ab zur Kasse, ab zur Kasse, ab zur Kasse. Ab zur Kasse, ich bin fertig. Schnell. Oh Mann, die ist zu. Hey, bist du schon fertig jetzt mit dem Einkaufen? Was hast du, zeig mal her. Und was kostet das? 9,99 €, den kriegst du einen Cent zurück, aber... Okay, dann ab an die Kasse, ist genau richtig. Und du bist da, bevor Max zurück ist, dann hast du wohl gewonnen. Warten wir mal hier, ne? Du musst dich ja noch anstellen. Aber kann ich was anderes? Dann kann ich mit dem Pringles-Packung holen. Nein, okay. Nimm das jetzt, das ist doch eine gute Idee. Du kannst die kurz mal wieder ausmachen, ne? Da kommt er. Der rennt hier. Die Kamera durch den Laden noch. Was war das? Ich glaube, hier habe ich ihn eben irgendwo gesehen. Da ist er. Er hat uns gesehen. Echt? Okay. Hat er uns gesehen? Der ist bestimmt. Hier ist er nicht. Wo ist Ash denn? Der ist weitergelaufen. Ich hab erfindet mit 16 Euro. Was hat er gesagt, ob wir ihn veräppeln wollen? Ja, wir verfolgen ihn. Hat er das mitgekriegt, ne? Naja. Wir verstecken uns nicht gut genug. Ich melde mich einfach mal bei dir. Hey Ash, bist du schon fertig jetzt mit dem Einkaufen? Was hast du, zeig mal her. Und was kostet das? 9,99 €, den kriegst du einen Cent zurück, aber... Okay, dann ab an die Kasse, das ist genau richtig. Und du bist da, bevor Max zurück ist, dann hast du wohl gewonnen. Warten wir mal hier, ne? Du musst dich ja noch anstellen. Aber kann ich was anderes? Dann kann ich mir eine Pringles-Packung holen. Nein, okay. Du nimmst das jetzt, das ist eine gute Idee. Ja. Ja. So, also, es sieht aus... Zuerst sah es aus, als wenn Ash zuerst an der Kasse wäre. Aber wo bist du denn? Du bist ja noch gar nicht an der Kasse, ne? Du bist ja durchgelaufen. Hast du schon bezahlt? Nein. Also du warst an der Kasse. Ich dachte schon, ich komme so spät. Und Max ist auch an der Kasse. Beide gleichzeitig. Ja. Dann würde ich sagen, die Challenge ist unentschieden. Ja. Und? Ich habe immer die ganzen... hier so eine Powerbank. Ah, noch eine? Da eine kaputt gegangen ist. Okay, für 10 Euro? Nee, ich habe doch was dazu gelegt. Ach, nee. Für 20 Euro dann. Okay, und Ash ist auch in der Kasse. Ja, unentschieden, ne? Und ich habe eben noch einen Zuschauer getroffen. Beide gleichzeitig, ja. Wen hast du getroffen? Ich habe noch einen Zuschauer eben getroffen bei Mediamarkt. Oh, cool. Ja. So, dann zeigt mal her, was habt ihr gekauft? Also. Ash hat hier einen Star Wars Flieger. Wie nennen die sich noch hier? TIE Fighter? Ja. Und was hast du? Die Powerbank davon hattest du mir ja eben schon erzählt. Genau. 10.000 mAh. Ist das besser? Sehr cool. Doppelt. Cool. Okay, das war's jetzt mit unserer Challenge. Genau. Hattet ihr ein bisschen Spaß? Ja. Also ich hatte Spaß beim Sommer ein bisschen umgucken. Ja. Ich habe mir auch iPhone 7 angeguckt. Okay. Lassen wir doch Spaß. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, raschel. Hast du auch Tschüss gesagt? Ja. Tschüss. Ciao.